My name is Terry Backus. I'm a criminal. Mein Name ist Terry Backus. Ich bin Strafverteidigerin und spezialisiert auf Fälle mit Todesstrafe. Die Mandanten, die ich übernehme, sitzen also alle in der Todeszelle. Death row by the time I get them. Wenn ich das jemals geahnt hätte oder gewusst hätte, als die mich verhaftet haben in 1987, dass ich, dass das so lange dauern würde, ich hätte das Ganze zu Ende gebracht schon vor vielen Jahren. Das hätte ich gar nicht mitgemacht mehr. Wenn ich die Möglichkeit hätte, könnte mich so hinlegen, nicht mehr aufwachen, das würde ich wahrscheinlich sofort vorziehen. Oktober 1987. Dieter Riechmann und seine Lebensgefährtin Kersten Kischnick verbringen ihren Urlaub in Florida. Ausführlich hält Dieter Riechmann die Reise mit seiner Videokamera fest. Mehr als 3 Wochen sind sie schon unterwegs. Daytona Beach, Disneyland, Miami, die üblichen Touristenziele. Der Sonnenstaat gefällt ihnen so gut, dass sie Pläne für eine gemeinsame Zukunft in Florida schmieden. Downtown Miami, 25. Oktober. 2 Tage vor ihrer Rückreise bummeln die beiden durch das Shopping Center Bayside. Kurz nach 10 verlassen sie das kleine Café Brasilien nach einigen Cocktails und in bester Stimmung, wie ein Kellner später aussagt. Eine halbe Stunde später ist Kersten Kischnick tot. Mit einer Kugel im Kopf liegt sie auf dem Beifahrersitz ihres Mietwagens. Die weiße Frau auf dem Beifahrersitz ist tot und wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Es ist erst vor wenigen Augenblicken passiert und die Ermittlungen laufen noch. 1988 wird Dieter Riechmann als Mörder seiner Freundin zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Aber bis heute wissen die Behörden nicht, was damals genau passiert ist. Vielleicht hat es etwas mit dieser morbiden Faszination zu tun, die das Thema Todesstrafe ausübt, dass ich begann, mich für den Fall Riechmann zu interessieren und selbst weiter zu recherchieren. Ich las einige Akten und merkte schnell, irgendetwas stimmte nicht mit diesem Fall. In New York treffe ich Marty McClain, einen von Riechmanns Anwälten. Irgendwie erinnert mich der Fall an einen gut inszenierten Spielfilm. Mit diesen Figuren, die versuchen, sich gegenseitig auszutricksen. Jeder glaubt, er ist schlauer als der andere. Alles, was zählt, ist das eigene Ego und die jeweilige Geschichte. Nur nicht die Wahrheit. Their story and not certainly the truth or not really what happened. In dieser Straße ist das Verbrechen passiert, sagt Dieter. Er kam vom Biscayne Boulevard und ist langsam die Straße lang gefahren, als er ein paar Leute am Straßenrand sah. Da hat er gewendet und seiner Freundin gesagt, sie solle etwas Geld als Trinkgeld bereithalten, weil er die Leute nach dem Weg fragen wollte. Als sie sich der Gruppe näherten, kamen 2 von ihnen zum Wagen. Einer an jeder Seite. Der Typ an der Beifahrerseite zog eine Waffe und schoss Kerstin durch das offene Fenster in den Kopf. Es ist mir überhaupt nicht bewusst geworden, dass ein Schuss gefallen ist, dass im Wagen, ich habe wieder so eine Fehlzündung, ich habe mich bedroht gefühlt und habe Vollgas gegeben und bin losgefahren. 25. Oktober 1987. In Panik jagt Dieter Riechmann durch die dunklen Straßen Miamis, bis er einen Polizeiwagen entdeckt. Seine Freundin liegt leblos auf dem Beifahrersitz. Officer Kelly Reed wird später in ihrem Polizeibericht notieren, dass Dieter Riechmann um 22.32 Uhr aus dem roten Ford Thunderbird springt und wild gestikulierend um Hilfe schreit.
Was in der halben Stunde davor genau passiert ist, dafür gibt es nur seine Aussage. Eine schwierige Situation für die Beamten der Mordkommission. Es gibt keine Tatwaffe, weder Augenzeugen noch Tatort. Dieter Riechmann verhält sich auffällig. Ist es der Alkohol? Steht er unter Schock? Lieutenant Kiris, der damalige Leiter der Mordkommission von Miami Beach. Seine Geschichte, was sich an besagtem Abend abgespielt haben soll, war einfach nicht glaubwürdig. Das machte ihn verdächtig. This is what made him so suspect. Nichts passte richtig zusammen. Die Zeit zwischen Verlassen des Lokals und Ankunft bei der Polizeistreife, die zurückgelegte Wegstrecke, ein nicht auffindbarer Tatort. Die Vorgänge dieser Nacht bleiben mysteriös. Mr. Riechmann is a very bright. Herr Riechmann ist ein gescheiter Kerl, kann sich gut ausdrücken und ist selbstbewusst. Aber er ist doch ein bisschen hochnäsig, ein Macho eben. Und ein Lügner. Kind of macho and a liar. Sergeant Joe Matthews, der Mann für Geständnisse, wie seine Kollegen ihn halb bewundernd, halb zweifelnd nennen, hat ein Problem mit dem Deutschen. Dieter Riechmann kooperiert nicht mit der Polizei, ist abweisend und verschlossen. Was hat er zu verheimlichen? Ich habe gar keine Veranlassung, der Polizei überhaupt irgendwas auf die Nase zu binden. Das war für mich schon viel zu viel, dass ich mit denen überhaupt spreche. Und ich habe den habe ich für einen Idioten genommen, den Matthews. I think because we had such a high. Nur weil wir verglichen mit Deutschland so viele Mordfälle hatten, hat er vielleicht geglaubt, seine Story wäre okay. Außerdem hatten wir diese Rassenprobleme. Schwarz gegen Weiß. Ich denke, dass er in seiner Geschichte aus diesem Grund einen Schwarzen zum Mörder gemacht hat. Dreizehn Jahre sind er und Kirsten ein Paar gewesen. Für Freunde und Angehörige sah alles aus wie ein glückliches Familienleben. Mit Hilfe der deutschen Polizei finden die Ermittler Dinge, die Dieter Riechmann ihnen verschweigt. Hinter der Fassade entdecken sie eine andere Wirklichkeit. Dieter Riechmann ist ein Lebemann und Spieler, vorbestraft, mit besten Beziehungen zum Hamburger Rotlichtmilieu. Wir haben die deutsche Polizei um Mithilfe gebeten. Sie waren sehr kooperativ, haben einen richtig guten Job gemacht. Sie haben die Policen über die Lebensversicherung von Kirsten gefunden, von denen Dieter profitierte. Die auf Kirsten Kischnick abgeschlossenen Lebensversicherungen summieren sich am Ende auf 1,7 Millionen Mark. Ein ausreichendes Motiv für einen Mord. Dabei war Geld nie ein Problem. Kirsten Kischnick arbeitete seit Jahren als hochbezahlte Prostituierte. Zuletzt in der Schweiz mit eigenen Studios. War Dieter Riechmann ihr Zuhälter? Die Polizei fühlt sich in ihrem Argwohn gegen den Deutschen bestätigt. Er ist meinen Fragen immer ausgewichen. Er hat nie einfach mit Ja oder Nein oder sachlich geantwortet. Ständig hat er seine Antworten geändert, weil entweder er mich oder ich ihn missverstanden haben soll. Auch fünf Tage nach dem Mord hat die Polizei keine Beweise gegen Dieter Riechmann. Sie braucht mehr Zeit für ihre Ermittlungen. Dieter Riechmann hatte Waffen in seinem Hotelzimmer. Waffen, die, wie sich später herausstellen wird, mit dem Mord nichts zu tun haben. Unter dem Vorwand, falsche Angaben beim Kauf der Waffen gemacht zu haben, lässt Sergeant Matthews den Deutschen von der Bundespolizei verhaften. Der Mord an der deutschen Touristin ist ein Medienereignis. Erst als amerikanische Medien und deutsche Boulevardblätter über den Mord berichten, erfährt Dieter Riechmann, dass er selbst der Hauptverdächtige im Mordfall Kischnick ist. Der Löster hat mir mal erzählt, Herr Riechmann, die ermitteln gegen Sie wegen Mordes. Da habe ich gesagt, das ist ein Witz. Das habe ich überhaupt nicht für voll genommen. Da habe ich gedacht, das ist Münchhausen, hier Inspektor Clouseau oder irgendwas. Ne? Matthews kommt mit dem Deutschen überhaupt nicht zurecht. Was als routinemäßige Polizeiarbeit beginnt, entwickelt sich zu einer persönlichen Auseinandersetzung. Der Gewinner steht von vornherein fest. Wenn man deren Berichte liest, was ich angeblich denen gesagt hätte, müsste ich ein kompletter Idiot gewesen sein.
Das Gegenteil war der Fall. Ich habe die für Idioten gehalten. Wahrscheinlich war das vice versa. Die haben mich für einen Idioten gehalten, ich habe die für Idioten gehalten. Die waren diejenigen, die Reporte geschrieben haben. Ich habe gar nicht gewusst, worum es geht, was die wollten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Sergeant Matthews ein kolossales Ego hat. Er wollte seine Fälle immer unbedingt mit einer Verurteilung abschließen. In dem Fall war er ziemlich verärgert, dass er Dieter Riechmann kein Geständnis abringen konnte. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir gute Ermittlungsarbeit geleistet haben. Und ich hege überhaupt keinen Zweifel, dass Dieter Riechmann für den Tod seiner Freundin verantwortlich ist. Wäre das Ergebnis ein anderes gewesen, wenn jemand anderes die Ermittlungen geführt hätte? Von dem, was ich heute über Joe Matthews weiß, bin ich mir nicht sicher, ob Dieter Riechmann fair behandelt wurde. Am 31. Dezember 1987 wird Dieter Riechmann wegen angeblich illegalen Waffenbesitzes freigesprochen, aber noch im Gerichtssaal sofort wieder wegen Mordes an seiner Freundin verhaftet. Noch einmal wollen die Ermittler sicherstellen, dass der Deutsche nicht die USA verlässt. Es ist jetzt ein Rennen gegen die Zeit. Nach amerikanischem Recht müssen die Staatsanwälte innerhalb von 21 Tagen Anklage erheben oder sie müssen Dieter Riechmann endgültig freilassen. Zwei Staatsanwälte übernehmen den Fall. Kevin DeGregory, jung, ehrgeizig, am Beginn einer politischen Karriere, die ihn am Ende nach Washington führen wird, und Beth Threnen, eine ehemalige Polizistin, für die das Verfahren gegen den vermeintlichen Zuhälter zum persönlichen Feldzug wird. Well, I guess you could say that prosecutors like everybody else. Staatsanwälte, Polizisten, alle wollen sie gewinnen. Und wenn sie einmal eine feste Meinung zu einem Fall haben, wollen sie an dieser Theorie mit allen Mitteln festhalten. Und dabei übertreiben halt einige. Für die Staatsanwälte ist die Sache klar. Dieter Riechmann ist der Mörder. Aber sie haben keine Beweise dafür, keine Tatwaffe, keine Augenzeugen, keinen Tatort. Die Anklage stützt sich auf vage Indizien. Die Ermittler haben belastende Schmauchspuren und Blutspritzer gefunden. Das reicht ihnen. Es war für mich ziemlich offensichtlich, dass Beth Threnen davon ausging, dass Dieter Riechmann der Mörder ist. Und zwar lange bevor sie etwas in der Hand hatte, mit dem sie das auch nur ansatzweise hätte beweisen können. Die Staatsanwälte bereiten den Prozess vor. Sie konstruieren ihren Fall so, dass er auch zu der Anklage passt. Die Spurensicherung hat an beiden Händen von Riechmann Schmauchspuren entdeckt. Daraus folgern die Staatsanwälte für die Anklage, dass Riechmann den tödlichen Schuss abgefeuert haben muss. Dabei stört es sie nicht, dass ihr eigener Laborexperte zu einem gegenteiligen Resultat gekommen ist. Wörtlich: Die Menge der gefundenen Schmauchpartikel ist so gering, dass nicht gesagt werden kann, dass die betreffende Person eine Waffe abgefeuert hat. Und diese Analyse wird von internationalen Experten bestätigt. In Texas treffe ich den renommierten Waffenexperten Raymond Cooper. Wenn man, egal was für welche, Schmauchspuren an den Händen findet, gibt es dafür immer drei mögliche Erklärungen. Entweder hat die Person eine Waffe abgefeuert, oder sie war in der Nähe einer Waffe, die abgefeuert wurde, oder sie hat eine Waffe angefasst, mit der vor kurzem erst geschossen wurde. Professor Henry Lee, einer der bekanntesten Experten für Verbrechensanalyse der USA. Auch er hält von der forensischen Arbeit der Polizeiexperten in Miami wenig. The case solely built on a pattern. Sie sind in dem Fall einzig und alleine der Frage nachgegangen, gibt es Schmauchspuren oder nicht? Sie hätten mal eine Waffe abfeuern sollen, um herauszufinden, wie viel Schmauch sich dann auf der Fahrer- und der Beifahrerseite finden lässt. Wenn da jemand reinschießt, findet man natürlich auch Schmauchspuren auf der Fahrerseite. Das könnte eine einfache Erklärung für die Spuren an seiner Hand sein.
Sie hätten aber zusätzlich andere Körperteile auf Schmauchspuren hin testen sollen, inklusive seiner rechten Wange. His right cheek, the side, faced the direction of the gunshot. Der Versuch, Dieter Riechmann damit zu überführen, scheint untauglich zu sein. 6 Wochen vor Prozessbeginn brauchen die Gregory und Serenen dringend andere Indizien, um zu beweisen, dass Riechmann nicht im Auto gesessen haben kann, als der tödliche Schuss fiel. Ich wusste, dass ich hier auf dem verdammten Auto gesessen habe. Und dann kam mir die Sache mit der Taschenlampe. Wir wollten die zum zweiten Mal beweisen, dass ich nicht im Auto war, dass ich den Wagen verlassen haben musste. There was a very large flashlight in the trunk of the car. Wir fanden eine große, blutverschmierte Taschenlampe im Kofferraum des Wagens. Es könnte sich doch so abgespielt haben. Er hält in einer einsamen Gegend an, holt die Taschenlampe aus dem Kofferraum. Das Beifahrerfenster war ein Stück geöffnet. Er hält die Pistole in die Öffnung, leuchtet ihr mit der Taschenlampe in die Augen, sodass sie geblendet ist, und schießt ihr in aller Ruhe in den Kopf. Dabei ist das Blut an die Taschenlampe gespritzt und er hat die Lampe wieder in den Kofferraum gelegt. Detective Phil Adversky hatte von Lieutenant Kearis den Auftrag bekommen, alle Gegenstände und ihren entsprechenden Fundort im Auto in einer Liste zu verzeichnen. Ich habe die Taschenlampe auf dem Rücksitz des Wagens gefunden. Sie lag hinten links. Trotzdem sagte der Polizist in der Voruntersuchung unter Eid aus, er habe die Taschenlampe im Kofferraum des Wagens gefunden. Das war wegen der Staatsanwältin. Ich glaube, sie hieß Elizabeth Sweenan. Sie wollte unbedingt, dass die Taschenlampe im Kofferraum des Wagens gefunden wurde. Ich habe ihr zwar gesagt, nein, sie war auf dem Rücksitz. Aber dann habe ich mich doch ihrer Version angeschlossen. Wie hat sie denn Druck auf sie ausüben können? Was hat sie gemacht? Ich war auf administrative leave at the time. Ich war damals beurlaubt, weil ich nicht gegen einen anderen Polizisten aussagen wollte. Sie sagte zu mir, es wäre besser für mich, wenn ich mich ihr anschließen würde. Wesky kann seine Angaben mit seinen originalen Notizen belegen, in denen er klar festgehalten hatte, dass die Taschenlampe auf der Rückbank des Autos lag. Staatsanwältin Beth Reenan hat demnach den Polizisten zu einem Meineid gezwungen, um einen Beweis für ihre Mordthese zu bekommen. Dass Hillard Wesky, getrieben von einem schlechten Gewissen, einen Tag später seine Aussage zurückzieht, damit hat sie nicht gerechnet. Nach dem zweiten fehlgeschlagenen Versuch, Dieter Riechmann der Lüge und damit des Mordes zu überführen, müssen die Staatsanwälte zusätzlich nachhelfen. Die Spurensicherung machte insgesamt 156 Fotos. Ausgerechnet die 24 Fotos, die den Kofferraum und seinen Inhalt zeigen, verschwinden kurz vor Prozessbeginn. Sie sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Die blutige Taschenlampe wird nie als Beweisstück eingeführt. Hillard Wesky wird von der Anklage nie in den Zeugenstand gerufen. The reason that Hillard Wesky's testimony would have been so important. Die Zeugenaussage von Hillard Wesky wäre deshalb so wichtig gewesen, weil sie belegt hätte, wie weit die Staatsanwälte gehen wollten, nur um Dieter Riechmann zu verurteilen. Sie haben Beweismittel verschwinden lassen und sie haben Druck auf ihre eigenen Ermittler ausgeübt, wie im Fall der Taschenlampe. Der einzige Grund, weshalb sie die Taschenlampe nicht benutzt haben, war Hillard Wesky, weil er gesagt hat, das kann ich nicht tun. Ich kann nicht lügen, wo ich die Taschenlampe gefunden habe. Die letzte Hoffnung, Dieter Riechmann doch noch mit Hilfe gerichtsmedizinischer Indizien des Verbrechens zu überführen, sind jetzt angebliche Blutspuren im Auto. Also ich habe Blutspritzer an der Tür gefunden, an diesen Stellen. Und ich habe Blutspritzer hier an der Tür und an der Scheibe gefunden. Eine gründliche Prüfung der forensischen Indizien, die von der Anklage präsentiert wurden, erbringt allerdings ein ganz anderes Ergebnis. Einer der von mir befragten Wissenschaftler ging sogar so weit, die Arbeit der Polizeiexperten als wissenschaftlichen Unsinn, Mickey Mouse Science, zu bezeichnen. Stuart James, Spezialist in Sachen Blutspurenanalysen.
Die angeblichen Blutspritzer an der Fahrertür sind nie als menschliches Blut oder überhaupt als Blut identifiziert worden. Bei dem Test war nur herausgekommen, dass es sich mutmaßlich um Blut handelt. Die sechs scheinen alle auf einer Linie zu liegen. Wenn wir über Blutspritzer aus einer Austrittswunde reden, ist das in der Regel eine Menge mehr Blut. Und auf so engem Raum müsste man dann hunderte Spritzer sehen. Ganz klar. Und der Gerichtsmediziner bestätigt das ja. Das Blut kam nicht von einer Austrittswunde, denn die Kugel ist ja im Schädel stecken geblieben. Bei einer Eintrittswunde wäre das Blut normalerweise auf den Schützen zurückgespritzt. Außerdem waren ihr eigener Kopf und Körper im Weg, sodass das Blut nicht einfach auf die andere Seite spritzen kann. Völlig egal, ob da jemand gesessen hat oder nicht. Schauen Sie sich doch die Position des Schusses an. Es ist unmöglich, dass das Blut die Richtung geändert hat und sich dann hier die sechs Tropfen in einer Linie wiederfinden. Im Juli 1988 beginnt der Prozess gegen Dieter Riechmann. Kevin DeGregory und Beth Threnan wissen, dass ihr Fall auf schwachen Füßen steht. Für sie kein Grund, das Verfahren verloren zu geben. Die Auseinandersetzung über die forensischen Indizien geht im Gerichtssaal weiter. Und DeGregory und Threnan warten mit einer Überraschung auf. Der Deckel kam auf einmal eine zentrale Bedeutung zu. Denn wenn die Anklage beweisen könnte, dass sich Blutspritzer auf der Oberseite der Decke befinden, hätte das bedeutet, dass Dieter nicht dort auf dem Fahrersitz saß, als das Blut herüberspritzte. Ich habe Bluttröpfchen auf der Decke gefunden, die auf diesem Sitz lag. Das heißt, niemand kann auf dem Sitz gesessen haben, als der Schuss fiel. Zweimal haben die Staatsanwälte die Decke testen lassen und nie etwas gefunden. Beim dritten Mal haben sie ein Testverfahren mit Löschpapier angewendet, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin. Es gab eine chemische Reaktion, aber keinen Nachweis von Blut. Sie haben das, was sie gefunden haben, einfach als Blut interpretiert. Das ist meiner Meinung nach eine völlig unzulässige Schlussfolgerung. Bei der Decke zeigten weitere Untersuchungen, dass Tests mit der Unterseite auch eine chemische Reaktion ergaben. Wenn aber die ganze Decke solche Reaktionen zeigt, ist das mehr als fragwürdig. Wo war die Decke gefunden worden? Wer hat sie danach in den Händen gehabt? Wie alt war die Decke? Wurde sie vorher schon benutzt? All das sind ganz wichtige Fragen. Der Versuch eines wissenschaftlichen Nachweises ist untauglich. Die Staatsanwälte wissen das. Denn selbst wenn auf der Decke eindeutig das Blut des Opfers nachgewiesen worden wäre, hätte es dafür eine plausible Erklärung geben können. Aber die wird dem Richter und den Geschworenen vorenthalten. Der rechte Vordersitz war stark mit Blut und Gehirnmasse verschmiert. Und darauf lag die Decke. Obwohl Detective Vesky mit seinen Unterlagen belegen kann, wo genau die Decke lag, zwingt die Staatsanwältin ihn abermals zu einem Meineid. Ich weiß nicht, warum es so wichtig war, dass sie auf dem Fahrersitz gelegen haben soll. Als ich sie fand, lag die Decke jedenfalls auf dem Beifahrersitz. Ohne Originalfotos, die uns einen Bluttropfen zeigen oder bei der Decke belegen, dass es sich tatsächlich um menschliches Blut handelt, steht die ganze Argumentation auf wackeligen Beinen. Dann werden Schlussfolgerungen auf der Basis falscher Annahmen gezogen. Das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Mit einem anderen Zeugen haben die Staatsanwälte dafür endlich Glück. Gopinath Rao, ihr Schusswaffenexperte, der noch 8 Monate vorher Dieter Riechmann anhand der Schmauchspuren nicht als Schützen identifizieren konnte, hat noch rechtzeitig zum Prozess seine Meinung geändert. Gefragt, ob Riechmann mit ausreichender wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit eine Waffe abgefeuert habe, antwortet Rao: Ja, das hat er.
Bei mehreren Prozessen, in denen Kevin DeGregory der Chefankläger war, haben Experten ihre Aussagen auf frappierende Weise geändert. Was sie vorher sagten, war das Gegenteil von dem, was sie später im Gerichtssaal bezeugten. Der Fall Dieter Richmann ist einer davon. Aber auch der Angeklagte macht Fehler. Dieter Richmann hat seinen Anwalt für einen, auch für damalige Verhältnisse geradezu lächerlichen Festpreis von $35.000 angeheuert. Das unbedingt notwendige Geld zur Bezahlung unabhängiger Gutachter versagt er seinem Anwalt. Wie kann man beweisen, dass ich das, was ich nicht gemacht habe? So ist meine Reaktion zu verstehen. Ich habe mich absolut sicher gefühlt, dass ich freigesprochen werde. I think he thought that he was a brilliant strategist. Ich glaube, er hielt sich für einen brillanten Strategen. Unter keinen Umständen wollte er dem Gericht gegenüber andeuten, dass er knapp bei Kasse war. He had large sums of money. Immer wieder versicherte er, dass er noch reichlich Geld hätte, nur käme er gerade nicht dran. Aber das würde sich bald ändern und dann könnte ich die Experten bekommen, die ich brauchte. Aber das Geld kam nie. Dieter Richmann hatte immer genug Geld. Nur jetzt kommt er nicht dran. Und er will auf keinen Fall etwas über sich und seine Vergangenheit preisgeben. Immer in dem Glauben, Freispruch sei das einzig mögliche Urteil. Denn einen Mord hat er schließlich nicht begangen. Ich konnte nicht das Gericht die Auslagen bezahlen lassen. Dazu hätte er beeiden müssen, dass er selbst über keine Mittel verfügt. Er weigerte sich, das zu tun. Das ist nicht sein einziger Fehler. Der Prozess entwickelt sich zu einer neuerlichen Ego-Schlacht. Hier die Staatsanwälte, die eine Verurteilung um jeden Preis wollen. Da der Angeklagte, der bis zuletzt nicht begreift, dass der Preis in diesem Spiel sein Leben ist. Ich glaube, er fühlte sich in seinem Ego durch den Chefankläger herausgefordert. Und er wollte zeigen, dass er, Dieter Richmann, stärker und schlauer ist. Genau darum geht es. Ein großer Fehler. Tödlich. Aber ich denke, er weiß, dass er beim Prozess selbst sein schlimmster Feind war. Die Staatsanwälte sind dankbar für diesen Angeklagten. Und sie spielen weiter falsch. Obwohl der Richter entschieden hat, dass der Verteidigung das gesamte Beweismaterial zu übergeben sei, präsentieren sie nur das belastende Material. Ohne Konsequenzen können sie bis heute behaupten, dass zum Beispiel ein Teil der deutschen Zeugenaussagen verschwunden sei. Einige der aus Deutschland von der Anklage eingeflogenen Zeugen haben sich nur mit der Aussicht auf einen anschließenden Florida-Urlaub von Beth Threnan nach Miami locken lassen. Gerade diese Zeugen geben später nur Negatives über Dieter Richmann und seine Beziehung zu Kersten Kischnick zu Protokoll. Warum aber lässt Dieter Richmann keine eigenen Zeugen aufrufen? Ich bin davon überzeugt, dass Dieter lieber auf dem elektrischen Stuhl sterben würde, als lebenslänglich im Gefängnis zu sitzen. Seine simple Begründung: Ich habe das nicht getan und bevor ich mein Leben lang in einen Käfig eingesperrt werde, will ich lieber vorher sterben. Dieter Richmann, der Spieler, hat seine Gründe. Er wusste bereits zu einem frühen Zeitpunkt, dass er Geld für seine zukünftige Verteidigung von der deutschen Regierung nur dann bekommt, wenn ihm die Todesstrafe droht. Bei lebenslänglich kein Geld. Und die Rechnung geht auf. Bis zum heutigen Tag hat die deutsche Regierung mehrere hunderttausend Dollar für die Verteidigung von Dieter Richmann bezahlt. Trotz aller Anstrengungen steht der Fall nicht gut für die Anklage. Da taucht plötzlich ein Mann auf, Walter Smykowski, 1987 für ein paar Wochen Richmanns Zellengenosse. Walter Smykowski came to me one evening
Walter Smykowski kam eines Abends zu mir und fragte mich, ob ich mich noch an Dieter erinnern könnte. Klar, sagte ich. Er sagte, Staatsanwälte aus Miami hätten ihn heute besucht und ihm Fragen über die Zeit gestellt, in der er und Dieter Zellengenossen waren. Und was wollten sie von dir, fragte ich ihn. Er sagte, wenn er, Walter, bereit wäre, vor Gericht auszusagen, dass Dieter ihm gegenüber den Mord an seiner Freundin gestanden hätte, dann würden sie ihm sofort seine Reststrafe erlassen. Ich sagte, und was hast du ihnen erzählt, Walter? Und Walter sagte, ich habe ihnen gesagt, dass Dieter niemals irgendwas gesagt oder getan hat, woraus man schließen könnte, dass er für den Mord an seiner Freundin verantwortlich sei. Trotzdem taucht Smykowski 8 Monate später plötzlich als Zeuge auf. Wegen Betrugs war er zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft präsentiert ihn theatralisch als ehemaligen KGB-Agenten. Deshalb soll das amerikanische Fernsehen sein Gesicht nicht zeigen. Der professionelle Knastverräter ist, wie die Staatsanwälte später zugeben müssen, auch schon in anderen Fällen zu belastenden Aussagen im Dienste der Anklage bereit gewesen. Jetzt machen sie ihn zum Kronzeugen gegen den Deutschen. Kurz nach unserem Gespräch wurde Walter dann unter recht merkwürdigen Umständen aus dem Bundesgefängnis, in dem wir beide saßen, verlegt. Ich habe mir nicht allzu viel dabei gedacht. Als Dieters Prozess dann anfing, haben wir den natürlich intensiv in der Zeitung verfolgt. Eine typische Mordgeschichte. Doch dann, kurz vor Ende der Beweiserhebung, präsentiert die Staatsanwaltschaft plötzlich ihren Kronzeugen, Walter Smykowski. Ich war regelrecht geschockt, dass er da am Ende doch mitgemacht hat. Dass ich angeblich in der Zelle herumgetanzt wäre glücklich gewesen, oder seine Worte waren nicht anders, because millionaire. He all day happy because millionaire. Now. Das hat Dieter Smykowski gesagt. Die Aussage von Walter Smykowski ist für Riechmann eine Katastrophe. Und dann begeht sein Anwalt Ed Carhart auch noch den entscheidenden Fehler. Er ruft den Angeklagten selber in den Zeugenstand. Die Gelegenheit für die Staatsanwälte. In ihrem 2-tägigen Kreuzverhör breiten sie das ganze zweifelhafte Vorleben des Angeklagten inklusive Vorstrafen, dubioser Geschäfte und Spielleidenschaft vor den Geschworenen aus. Nach amerikanischem Prozessrecht wäre das ohne die direkte Aussage des Angeklagten nicht erlaubt gewesen. Aber auch jetzt, in völliger Verkennung seiner Lage, arrogant und überheblich, nimmt Dieter Riechmann das alles immer noch nicht ernst. Die Meinung der Geschworenen kippt. Wenn Dieter nicht selber als Zeuge aufgetreten wäre, hätten die Beweise wohl nicht gereicht. Aber da waren so ein paar Sachen, die er sagte, die passten einfach nicht mit dem zusammen, was vorher präsentiert worden war. Es hätte nur noch einiger weniger Kleinigkeiten bedurft, Zweifel, die man einfach nicht ausräumen kann. Dann wäre er von uns niemals verurteilt worden. I believe that the jury wanted to believe him guilty. Die Geschworenen wollten einfach in ihm den Schuldigen sehen. Und Dieter hat sie durch sein arrogantes und herausforderndes Auftreten beim Kreuzverhör darin bestätigt. Way he carried on while he was testifying. Der Staatsanwalt machte sich einen Spaß daraus, ihn wie einen Stier zu reizen. It was like baiting a bull. Dieter Riechmann wird schuldig gesprochen und am 4. November 1988 zum Tode verurteilt. Seit diesem Tag wartet Dieter Riechmann auf seine Hinrichtung.
Die Verurteilung von Dieter Riechmann scheint nach diesen Recherchen mehr als fragwürdig. Ich will versuchen, Walter Smajkowski zu finden, dessen Aussage Dieter Riechmann in die Todeszelle gebracht hat. Die Suche dauert Monate. Ich finde ihn schließlich in Dubai am Persischen Golf. Ohne zu zögern gibt Smajkowski zu, dass er als Zeuge gegen Dieter Riechmann gelogen hat. Was Dieter Riechmann während der gemeinsamen Haft angeblich geäußert habe, sei frei erfunden. Das hat Dieter nicht gesagt und ich auch nicht. Das kommt von Die Gregory und so habe ich das vor Gericht erzählt. Das sind weder meine Worte noch Dieters Worte. Das sind die Worte, die sie mir in den Mund gelegt haben. Und ich habe sie nachgeplappert wie ein Papagei, weil ich unbedingt frei sein wollte. Und Smajkowski geht noch einen Schritt weiter. Er bestätigt, dass ihm die Staatsanwälte Geld und Freiheit für seine Aussage geboten haben. Natürlich haben sie mir Geld geboten. Geld für den Neuanfang, wenn ich freikomme. Sie haben mich benutzt wie einen weißen Nigger, wie eine Nutte. Walter Smajkowski fasst seine Aussage in einer eidesstattlichen Versicherung zusammen und unterschreibt sie im Beisein des britischen Notars Ewan Cameron. Ist es möglich, dass Staatsanwalt Dee Gregory Aussagen gekauft hat, um eine Verurteilung von Dieter Riechmann zu erreichen? Er bestreitet das. Doch finde ich einen erstaunlichen Brief in den Akten. Darin setzt sich der Staatsanwalt für die vorzeitige Entlassung Smajkowskis aus dem Gefängnis ein. Dee Gregory preist Smajkowski als den selbstlosesten Zeugen, mit dem er es je zu tun hatte, ohne dessen Aussage es in dem reinen Indizienprozess keine Verurteilung gegeben hätte. Ebenso erstaunlich ein Brief, den die Frau von Walter Smajkowski noch im April 2000 von ihrer Tochter Debbie an die Staatsanwaltschaft in Miami schicken lässt. Ohne Umschweife fragt sie nach dem Verbleib des Geldes, das ihrem Vater seinerzeit als Gegenleistung für seine Aussage gegen Dieter Riechmann versprochen worden war. In Miami habe ich mich mit dem Privatermittler Frank Clay verabredet, der bereits 1995 nach möglichen Zeugen für den Mord an Kersten Kischnick gesucht hatte. Ich habe die Flugblätter überall hier aufgehängt. An die Laternen, an der Bushaltestelle, einfach überall. Was stand da drauf? Auf den Flugblättern wurde demjenigen $15,000 Belohnung versprochen, der uns einen Hinweis auf den tatsächlichen Mörder geben würde, wenn es ihn denn wirklich gibt. Und dieser junge Kerl, Pookie, der kam mit einer Geschichte, die genau dem entsprach, was Dieter immer erzählt hat. Erst später finde ich heraus, dass Hilton Williams, genannt Pookie, eine der Hauptfiguren in der Szene rund um den Biscayne Boulevard ist. Schon als 16-jähriger Anführer einer Gang, berüchtigt für Raubüberfälle und Drogengeschäfte in großem Stil. Pookie Williams sitzt mal wieder für ein paar Wochen in einem der zahlreichen Gefängnisse in Miami. Zu meiner Überraschung hat auch er sich bereit erklärt, mit mir über den Mordfall zu sprechen. Pookie ist nach seinen eigenen Angaben ein Augenzeuge des Mordes an Kersten Kischnick. Es war die Aussicht auf $15,000 Belohnung, die ihn dazu bewogen hatte, sich 1995 als Zeuge zu melden. Bis heute hat er von der versprochenen Belohnung keinen Cent gesehen. Ist das, was er mir jetzt erzählt, die Wahrheit? Auf dem Biscayne hast du alles. Jeder versucht, seine Kohle zu machen. Mit Drogen oder auf dem Strich. Die Frauen verkaufen sich. Es gibt Überfälle, Mord und Totschlag, Schießereien. Das ist eine Welt für sich da draußen. Und wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst, dann machst du gar nichts. Sie spielen dir ganz einfach übel mit. Und ausgerechnet in dieser Gegend soll Dieter Riechmann sich verfahren haben? All out there selling dope. And they went up
Wir waren alle damit beschäftigt, Stoff zu verkaufen. Als sie ankamen, hielten sie erst bei jemand anderem, dann drehten sie um und kamen auf uns zu. Als wir uns dann dem Wagen näherten, ging einer hin und schoss der Lady in den Kopf. Sie sind dann irgendwohin abgehauen. Kannst du dich noch an den Wagen erinnern? Ein roter Wagen. Pukis Aussage deckt sich mit dem, was Dieter Riechmann immer gesagt hat. Er hat seine Freundin nicht erschossen. Seltsamerweise wurden die Informationen niemals weitergehend untersucht und verfolgt. Weder von Riechmanns damaligem Anwalt noch von den Behörden. Im Gegenteil, die Staatsanwältin Miami drohten Pukki ernsthafte Konsequenzen an, sollte er sich einmischen. Sogar ins Gefängnis kamen sie, um mit mir zu reden. Sie wollten unbedingt, dass ich meine Aussage ändere oder aber mich aus allem ganz raushalte. Weil ich aber gar nicht erst mit ihnen reden wollte, haben sie mich in Einzelhaft gesperrt. Sie haben alles Mögliche mit mir gemacht, nur damit ich nicht aussage. Einige Monate später. Pukki, mittlerweile aus dem Gefängnis entlassen, führt mich zu einem Mann, der von sich behauptet, er habe die Freundin von Dieter Riechmann bei einem missglückten Raubüberfall erschossen. Sein Name Mark Dugan. Er erlaubt keine Filmaufnahmen, nur Fotoapparat und Tonband. Hatte ich wirklich gerade den Mörder von Kersten Kischnick getroffen? Der Mann verschwindet, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Wie glaubwürdig ist ein solches Mordgeständnis? Passieren kann dem vermeintlichen Mörder nichts, solange Dieter Riechmanns Verurteilung Bestand hat. Aber was bedeutete es dann für den Mann im Todestrakt? Neu entdecktes Beweismaterial ist, auch in Florida, ein Grund, einen Fall neu aufzuräumen. November 2001. Basierend auf meinen Recherchen stellt Terry Backus einen Antrag auf ein neues Beweisaufnahmeverfahren. In Abwesenheit von Dieter Riechmann gibt Richter Begley dem Antrag gegen den erbitterten Widerstand der neuen Staatsanwälte, allen voran Reed Rubin, statt. Die Anhörung darf nur über die Aussagen von Pukki Williams und Mark Dugan und über Walters Majkowski stattfinden. Danach entscheidet sich, ob der ganze Mordprozess gegen Dieter Riechmann neu geführt werden muss. Selbst wenn ich freikommen könnte oder würde hier in diesem, im Verlauf dieser neuen dieses Hearings und dieser neuen evidentiary Lage, das wäre frühestens in einigen Jahren. Das würde Jahre noch dauern von heute, bevor ich rauskommen würde. Und weil da steht, die Staatsanwaltschaft, die werden das bekämpfen. Auf jedem Schritt auf dem Weg werden die mit Gegenanträgen kommen. Die werden alles versuchen, das einmal ergangene Urteil aufrechtzuerhalten. It's all a political game. Hier geht es nur noch um Politik. Die Staatsanwälte versuchen, die vorherigen Staatsanwälte, die Gregory und Sreenan, die jetzt beide Bundesanwälte sind, zu schützen, indem sie alles tun, die Verurteilung aufrechtzuerhalten. Sie versuchen, den Ruf der Polizei von Miami Beach zu schützen. Meiner Meinung nach hat keiner von denen das verdient. Die haben einfach ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Wenn Sie erst nach einer Verurteilung in die Arbeit am Fall einsteigen, dann fangen Sie nicht bei Null an. Man muss von dem Rahmen ausgehen, der vorher im Prozess gesteckt wurde. Also sucht man nach den Schwachstellen, die das Revisionsgericht dazu bewegen würden, Dieter Riechmann einen neuen Prozess zuzugestehen. Die ganzen forensischen Sachen sind schon angegriffen worden und der Richter hat damals schon festgestellt, dass das alles relativ harmlos sei, verglichen mit der Aussage von Walter Smajkowski. Auf den kommt es jetzt an. Auf der Suche nach der Wahrheit fahren Terry Backus und Marty McClain als erstes nach Dubai. Walter Smajkowski lebt hier seit mehreren Jahren. Nicht zuletzt, um weiterer Strafverfolgung durch die USA zu entgehen. Die Anwälte wollen von Smajkowski selbst erfahren, wie es 1988 zu seiner Aussage im Prozess gegen Dieter Riechmann gekommen war. Mhm.
Walters Markowski bekräftigt vor den Anwälten die Angaben aus seiner eidesstattlichen Versicherung, die er mir gegenüber abgegeben hat. Seine belastenden Aussagen im Prozess gegen Dieter Riechmann waren komplett gelogen. Bleiben Sie denn bei dem, was Sie hier drin gesagt haben? Ja, ja. Ich will nur sicher sein, dass das alles korrekt ist. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen mehr. Dieser Typ da, erst verspricht er mir die Freilassung, dann musste ich doch noch 5 Jahre drinbleiben. Die Staatsanwälte von damals sind weg. Da ist jetzt ein neuer, der heißt Reed Rubin. Ich halte ihn nicht für besonders gut und ich glaube nicht, dass ihn der Fall wirklich interessiert. Genau, dem ist der Fall völlig egal. Aber er wird alles dran setzen, damit das Todesurteil bestehen bleibt. Er will glauben, dass Dieter schuldig ist. Entsprechend sieht er nur das, was er sehen will. Wie ein Pferd. Genau, wie ein Pferd mit Scheuklappen. Also, bei dieser Anhörung wollen wir Ihre Aussage unbedingt präsentieren. Was Sie in dieser eidesstattlichen Erklärung sagen, belegt, dass Dieter Ihnen das nie erzählt hat. Wer hat Ihnen das mit den $30,000 gesagt? Zuerst der da. Sonst noch jemand oder nur er? Sie also auch. Irgendeine Idee, wo das Geld herkommen sollte? Haben Sie vielleicht von der Versicherungssumme gesprochen? Ich habe Sie nicht danach gefragt. Hätte ich gefragt, hätten Sie mir wahrscheinlich gesagt, das geht dich nichts an. Marty McLean und Terry Becker sind mit dem Gespräch zufrieden. Ist das die Wende im Fall Riechmann? Sie suchen nach einer Möglichkeit, Smalkowski zu zwingen, dass er sagt, seine Aussage aus dem Prozess sei wahr und die eidesstattliche Erklärung sei gelogen. Und jeder weiß, dass man Druck auf ihn ausüben kann, dass er dann erzählt, was man hören will. So wie in der Vergangenheit. Hey, wir entlassen dich früher, wenn du dies und das sagst. Jetzt drohen sie ihm, dass er wieder ins Gefängnis muss, wenn er nicht mitspielt. Da das ja schon einmal bei ihm funktioniert hat, wollen sie ihn damit jetzt erpressen. Rubin wird argumentieren, dass man Smalkowski nicht glauben kann, weil er ein Lügner ist. Und dann sagen wir, ja, genau. Ja. Das ist das einzige Mal, dass wir jemals mit Rubin einer Meinung sein werden. Zurück in Miami. Endlich habe ich eine weitere Augenzeugin gefunden, Doreen Besner. Sie lebt seit Jahren im Drogen- und Prostitutionsmilieu. Es dauert eine Weile, bis sie sich dazu durchringt, mir den Ort zu zeigen, an dem Kersten Kischnick erschossen wurde. Sie führt uns zur 62. Straße in Downtown Miami. Ihr damaliger Freund und Zuhälter, ein Mann namens Mark Gray, war auch da, am Abend des 25. Oktober 1987. Da drüben, da waren immer die Crack- und Kokain-Dealer. Hier auf der Seite gab es nur Heroin. So hat er den Wagen mit einer Handbewegung gestoppt. Und sobald sie hier angehalten hatten, stürzten zwei Kerle von da drüben auf den Wagen zu. Alles, was man sehen konnte, war sowas wie ein Lichtblitz auf der Beifahrerseite. Der Typ ist dann einfach weitergefahren. Er hat fast noch den Baum mitgenommen, als er abgehauen ist. Sie haben noch hinter ihm hergeschossen. Es roch nach verbranntem Gummi. Warum sollte ich irgendwas über den Mann erzählen? Ich weiß nicht mal, wer er ist oder was er so macht. Aber der Mann hat das nicht getan. Doreen ist die zweite Augenzeugin, die aussagt, dass Dieter Riechmann seine Freundin nicht erschossen hat. Zusammen mit der Aussage von Pookie Williams scheint die Sache für die Anwälte klar zu sein. Doch 2 Tage vor Beginn des Verfahrens erhalten sie plötzlich Post von Staatsanwalt Rubin. Inhalt: Tonbandaufnahmen von Pookie Williams bei Vernehmungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft von Miami. Es kotzt mich an, das nochmal anzuhören. So eine Scheiße. Oh.
I'm listening to the police. Es ist eine Vernehmung von Pookie Williams durch die Polizei, vor ein paar Tagen aufgenommen, in der er seine Geschichte widerruft. A few days ago. And which he's recanting the story that he told me. Mr. Williams testified in 1996. Schon 1996 hat Mr. Williams ausgesagt, dass jemand anderes Kirsten Kischnick erschossen hat. Nachdem er 2002 als Zeuge für dieses Verfahren benannt wurde, hat er diese Aussage der Polizei gegenüber zweimal unter Eid wiederholt. Erst nachdem er im Beisein seines Anklägers in Tallahassee ein einziges Mal mit dem Staatsanwalt aus Miami geredet hat, sagt er plötzlich, das Ganze sei doch nicht passiert. Urteilen Sie selbst. Pookie Williams sieht sich in einer ausweglosen Lage. Ihm drohen wegen diverser Delikte 30 bis 40 Jahre Haft. Er sucht Hilfe, egal von wem auch immer er sie bekommen kann. Hello, this is a collect call from Good. An inmate at the Leon County Jail. To accept charges, press 0. This call is subject to monitoring and recording. Thank you for using Sprint. Hilton? Yes, ma'am. Hey, it's Meg. Hey, well, you know that. Meg Lovelin, eine Journalistin vom Miami Herald, interessiert sich für den Fall und hat mehrfach mit Pookie gesprochen. And he said that Er sagte, der Staatsanwalt hätte ihm einen Deal angeboten und ich solle doch mal mit den Anwälten reden, was sie ihm so anzubieten hätten. You have 1 minute left. Knowing that I would never be charged for the cases down there. Okay. So it's like they put me in a hell of a position. He's saying, but if I don't go along with them, then I'm gonna lose my life. And he said, well, I'm. Dann sagte er, mir droht diese schreckliche Gefängnisstrafe und ich brauche Hilfe. Ich benötige eine Kaution. Ich will die Strafe reduzieren. Ich halte zu dem, der mir am besten hilft. Auch die Telefonate zwischen den Anwälten und Pookie Williams sind alle mitgeschnitten und den Staatsanwälten übergeben worden. Ein Tag vor dem ersten Gerichtstermin. In Miami laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mai 2002, 14 Jahre nach der Verurteilung. Dieter Riechmann sitzt wieder in einem Gerichtssaal in Miami. Vielleicht seine letzte Chance. Die Staatsanwälte, allen voran Reid Rubin, kämpfen, wie sich schnell herausstellen soll, für die Aufrechterhaltung des Todesurteils. Kann ich fürs Protokoll bitte den Namen haben? Martin McLean im Auftrag von Dieter Riechmann. Terry Beckhus für Dieter Riechmann. Reid Rubin, Joe Rosenblatt und Sandra Jackert für die Anklage. Als erster Zeuge wird Pookie Williams aufgerufen. Okay. Schwören Sie, dass Sie die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ja, yeah. Danke, nehmen Sie Platz. Wie heißen Sie? Hilton M. Williams Sr. Mr. Williams, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, korrekt? Korrekt. Wir haben aber zweimal miteinander telefoniert, richtig? Korrekt. Sie wussten von mir durch Mrs. Beckhus, korrekt? Ja. Ich wäre das schleimige Arschloch aus Miami, richtig? Ja. Ich wäre dieser heimtückische Kerl aus Miami, richtig? Ja. Sie haben mir gesagt, dass das, was Sie der Polizei in dem letzten aufgezeichneten Gespräch erzählten, die Wahrheit ist, korrekt? Korrekt. Um genau zu sein,
Die ganze Geschichte, die Sie James Lowman, Terry Backhus, Frank Clay und einem Richter all die Zeit erzählt haben, dass Sie nämlich ein Augenzeuge des Mordes an Dieter Riechmanns Freundin im Jahr 1987 seien, ist nicht wahr. Nein. Red Rubin triumphiert. Aber hat er auch die Wahrheit gesagt, als er behauptete, er habe Pookie Williams nie zuvor persönlich getroffen? Dass der Staatsanwalt hier einen Zeugen anscheinend mit unlauteren Mitteln zu einer Falschaussage und damit zu einem Meineid bewegt hat, erzählt uns Pookie Williams selber ein paar Wochen nach dem Verfahren. Reed Rubin hat mich gewarnt, wenn ich mich einmische und für Dieter aussage, dann würde er persönlich dafür sorgen, dass ich 33 Jahre bekäme. Das persönlich gesagt? Ja, persönlich. Hat er mit dir telefoniert? Er ist selber nach Tallahassee gekommen und hat mir mehr als deutlich gesagt, was passieren würde. Er sagte, wir wissen, dass du einer der möglichen Schützen bist. Wir wissen, dass noch jemand anderes daran beteiligt ist. Wir können es aber niemandem direkt anhängen. Deshalb könnten sie mich auch nicht wegen Mordes anklagen. Trotzdem sei es besser, wenn ich mich aus dem Fall raushalten würde. Falls nicht, würde er dafür sorgen, dass ich für 33 Jahre im Gefängnis verschwinde. Und ich habe getan, was er verlangt hat. Nichts gesehen, nichts gehört. Ich sah keine Alternative. Tun, was er sagt, oder er hat mich am Arsch. Pookie Williams sucht das Risiko und die Herausforderung. Irgendwie scheint das Ganze ein großes Spiel für ihn zu sein. Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie zufrieden er wäre, wenn es ihm gelingen würde, eine Gegenleistung für seine Aussage zu bekommen, obwohl er der Mörder ist. Staatsanwalt Reed Rubin kann mit sich und seiner Vorstellung zufrieden sein. Ein Interview lehnt er, wie schon bei allen vorherigen Anfragen, erneut ab. Kein guter Tag für Dieter Riechmann und seine Anwälte. Trotzdem, als sie ihn am Abend noch einmal im Gefängnis aufsuchen, ist vor allem Dieter Riechmann noch zuversichtlich. Moment mal, das ist eine vertrauliche Besprechung. Das ist okay, aber ich habe von meinem Lieutenant die Anweisung, hier zu bleiben. Solange Sie hier sind, werden wir nicht besprechen. Sorry. Komm, Dieter. Nach 20 Minuten können die Anwälte dann doch ohne Aufpasser mit ihrem Mandanten reden. Am meisten interessiert mich, was mit Smilkovsky ist. Pookie hat sich ja erledigt. Hanlon und Matthews haben damals Smilkovsky rausgebracht, damit er seine Tochter besuchen kann. Das ist absolut neu. Damit kommt Walter eine Schlüsselrolle zu. Ich habe auch darüber nachgedacht. Sie haben absolut recht. Das macht die Lage noch besser für uns. Richter Gold hat damals gesagt, die Verurteilung wäre auch ohne die angeblichen Blutspurenbeweise gerechtfertigt. Aber was bleibt dann übrig? Die Zeugenaussage von Walter Smilkovsky. Sonst nichts. Es gibt nichts anderes. Terry, ich brauche das verdammte Geld. Ja, ich kümmere mich drum. Das nächste Mal erwürge ich Sie. Wenn Sie mich erwürgen, haben Sie nur noch einen Verteidiger. Ich gefalle mir besser mit langen Haaren. Wenn ich hier rauskomme, muss ich mir erst mal die Augenbrauen machen lassen. Und die Zähne. Eigentlich habe ich wunderschöne Zähne, aber mit 60 sind sie halt ein bisschen gelb. Die müssen gebleicht werden. Alles noch drin. Da ist noch nichts Künstliches in meinem Mund. Schneeweiß gebleicht und dann noch einen kleinen Facelift. Dann sehe ich aus wie neu. Ja,
Fieberhaft arbeiten die Anwälte bis in die Nacht. Sie wissen, wie wichtig Walters Majkowski jetzt für das Verfahren ist. Doch sie wissen auch, dass der Mann niemals zu einer Aussage in die USA einreisen wird. Aber warum sollte mit ihm nicht mal möglich sein, was die Staatsanwälte mit ihren Zeugen häufig machen, eine Vernehmung per Telefon? Ich möchte einen Antrag stellen, den wir zwischendurch mal behandeln können. Wie lautet der Antrag? Ich möchte meinen Antrag erneuern, Mr. Smikowski zu vernehmen, wo immer er sich gerade befindet. Ich erhebe Einspruch gegen eine telefonische Zeugenaussage. Nichts ist vorbereitet. Wie soll ich wissen, wer am anderen Ende der Leitung ist? Vor ein oder zwei Wochen habe ich Mrs. Beckhus mitgeteilt, dass Smikowski mich angerufen hat. Wir haben ihn im Beisein eines Polizisten zurückgerufen. Und er hat gesagt, also er hat bestritten, jemals eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben zu haben. Er sagte, Sie entschuldigen bitte, das sei Bullshit. This is not true. Rubin never asked me. Rubin lügt. Weder hat er mich je gefragt, ob ich das unterschrieben habe oder nicht, noch habe ich ihm so etwas gesagt. Er hat mich ein einziges Mal in Dubai angerufen, nachts um 11, und hat mich gefragt, was ich dafür haben wolle, wenn ich bei meiner alten Aussage bleibe. 1 Million habe ich aus Spaß gesagt. Dann im Ernst, ihr habt mich doch auch damals nicht bezahlt. Ihr habt mich verarscht. Und ihr wollt mich jetzt wieder verarschen. Aber das Spiel ist vorbei. Ist die Aussage von Walter Smikowski glaubwürdig? Die Fakten sprechen eher dafür. Offensichtlich war es Red Rubin nicht gelungen, den Zeugen Smikowski auf seine Seite zu ziehen und ihn damit abermals zu einem Meineid zu bewegen. Also musste er um jeden Preis verhindern, dass der ehemalige Kronzeuge der Anklage eine Aussage vor Gericht macht. Und damit war er erfolgreich. Ich will das für später aktenkundig machen, deshalb der Antrag. Ihr Antrag ist abgelehnt. Eine weitere Niederlage für die Verteidigung. Doch damit ist die Staatsanwaltschaft das Problem Smikowski noch nicht los. Der damalige Ankläger Kevin DeGregory, heute Bundesstaatsanwalt in Washington, wird in den Zeugenstand gerufen. Schon Wochen vor dem Prozess gegen Dieter Riechmann im Juli 1988 war Smikowski aus dem Gefängnis in ein Trailercamp in der Nähe von Miami verlegt worden. Und dort genoss er eine besondere Behandlung. Jeden Tag konnte ich nach Hause und meine Tochter besuchen. Und die Polizisten haben Drinks und das Essen spendiert. Wussten die Gregory und Sreenan von den Familienbesuchen, dem Alkohol und den Einladungen? Natürlich wussten die das. Sie haben doch die Erlaubnis gegeben. Ohne das Okay vom Staatsanwalt hätten die Polizisten das gar nicht machen können. Die Gregory hat das selber angeordnet. Ein paar Wochen vor dem Verfahren informierte uns die Staatsanwaltschaft über das, was wir immer vermutet hatten, aber nie beweisen konnten. Die Staatsanwälte hatten erlaubt, dass die Polizisten ihren Spitzel aus dem Gefängnis mitnahmen, damit er seine Tochter besuchen konnte. Das war offensichtlich sehr wichtig für ihn. Das war der Handel, den sie mit ihm gemacht haben. Können Sie sich daran erinnern, dass die Polizisten für Smikowski und seine Tochter eine Schachtel Kentucky Fried Chicken gekauft haben? Nein, tut mir leid. Auch die Mordermittler von damals müssen unter Eid als Zeugen aussagen.
Sergeant Joe Matthews bestätigt die außergewöhnliche Behandlung ihres Kronzeugen Walter Smykowski durch die Polizei von Miami Beach. Was haben Sie zum Mittagessen gekauft? Kentucky Fried Chicken. Ein Schachtel voll? Könnte sein. Und Sie haben dafür bezahlt? Ja. Wie oft ist das passiert? Ich glaube, es war mehr als einmal. Robert Henlon, ein Kollege von Matthews, darf seine Aussage per Telefon machen. Irgendeine Erinnerung, dass Sie mal mit die Gregory oder Sreenan darüber geredet haben? Kann schon sein. Wissen Sie, es ist 14 Jahre her. Ist schon möglich. Aber es war Smykowski, der Sie darum gebeten hatte, nicht die Staatsanwälte. Richtig. Sie wollten ihm einen Gefallen tun. Ja. Im Prozess damals hat Walter Smykowski unter Eid ausgesagt, dass er keinen der Polizisten vor dem Verfahren getroffen hätte. Er hätte weder mit irgendeinem Polizisten noch den Staatsanwälten geredet. Hanlon und Matthews geben aber zu, dass sie Kontakt mit ihm hatten. Also war Walter Smykowskis Aussage vor Gericht ein Meineid, den die Staatsanwälte haben durchgehen lassen. Und es hat noch nicht ein einziges Mal einen Fall gegeben, hier in Florida jedenfalls nicht, wo die Staatsanwaltschaft jemanden wegen Meineides verfolgt hat, der für den State ausgesagt hat. Wenn dagegen Zeugen, die gegen den State aussagen, also für den Angeklagten, die werden sofort mit Meineidsverfahren überzogen und strafrechtlich verfolgt. Ich will Reed Rubin keine Möglichkeit geben, mit Ihnen zu reden, wenn wir sie nicht benutzen. Natürlich nicht. Terry Backus und Marty McLean warten auf die erste Begegnung mit der neuen Zeugin Doreen Besner und ihrem Freund Pops. Es hängt von Dieter ab und er sagt, wir sollen sie präsentieren. Ihm haben sie damals sowieso nicht geglaubt. Herein. Das ist meine Tochter, Doreen. Und ich bin seine andere Tochter. Genau. Der Staatsanwalt wird Ihnen heute ein paar Fragen stellen. Ist der Staatsanwalt gegen uns? Ja. Der setzt alles dran, dass Dieter hingerichtet wird. Er wird mit seinen Fragen vor allem ihr Erinnerungsvermögen testen wollen. Er wird sich auf Details stürzen, um zu sehen, woran sie sich noch erinnern können. Daten und Zeitangaben, die Leute, die damals dabei waren. Daten kann ich mir nicht merken. Das ist okay. Wenn er eine Frage stellt, die Sie nicht beantworten können, sagen Sie einfach, weiß ich nicht. Kennen Sie einen von denen? Der da ist aus dem Drogenloch. Die kann ich nicht erkennen, aber der ist von da, verkauft Drogen. Und der kommt aus dem Drogenloch? Was haben Sie damals an dem Abend gesehen? Also, die Farbe von dem Auto konnte ich nicht erkennen, aber die Leute im Auto. Die beiden hielten und ich denke, das sind ja die Leute, die wir vorher schon mal getroffen haben. Normalerweise geht mich das nichts an, denn ich muss mich aus den geschäftlichen Dingen total raushalten. Er hat den Wagen dann mit einem Handzeichen gestoppt. Er ist sowas wie der Boss in dem Drogenloch. Plötzlich springen zwei Burschen aus der Dunkelheit zum Auto. Ich höre Bum, Bum, Bum auf der Beifahrerseite und der Wagen rast davon. Das war's. Das müssen wir machen. Ja, du hast recht. Aber sie hat mir einen ganz gehörigen Schrecken eingejagt. Wenn wir uns eine Aussage erkaufen wollten, dann wäre es mit Sicherheit nicht das, was wir uns gekauft hätten. Das ist wohl wahr.
Diese Aussage hebt den Pukimist auf. Puki will alle glauben machen, dass alles nur von ihm abhängt. Und das tut es mit Sicherheit nicht. Das heißt aber auch, dass Mark nicht der Schütze war. Ich weiß. Es war einer von den beiden. Genau. Und das heißt? Es ist schlimmer für Puki, als er sagt. Das macht es umso verständlicher, dass er mit uns und dem Staatsanwalt ein doppeltes Spiel treibt. Er glaubt, er ist schlauer als alle anderen. Der entscheidende Tag vor Gericht. Die Anwälte wissen, wie wichtig die Aussage von Doreen Besner ist. Sie wissen aber auch um die Gefahr, die in dieser Aussage liegt. Bitte heben Sie die rechte Hand. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit zu weinen, Gott helfe? Ich schwöre. Danke, bitte nehmen Sie Platz. Kann ich Ihren Namen fürs Protokoll haben? Doreen Besner Glenn. Frau Besner, ich zeige Ihnen ein Foto, das als Beweisstück A13 registriert wurde. Das ist der Mann. Ist das eine der Personen, die Sie an dem Abend in dem Auto gesehen haben? Ja. Ich zeige Ihnen noch ein anderes Bild. Erkennen Sie auch davon jemanden? Das ist sie. Das ist die Frau, die Sie an dem Abend gesehen haben. Sie trug eine Menge Goldschmuck. Haben Sie im Oktober 87 einen Zwischenfall auf der Biscayne Avenue beobachtet? Einspruch, Euer Ehren. Einspruch abgelehnt. Sie können antworten. Ich saß gerade hinter einem Busch und rauchte eine, als ein Wagen ankam. Mein Alter verkaufte Drogen und er machte ein Zeichen, dass sie anhalten sollten. In dem Augenblick rannten zwei Burschen zu dem Wagen, schossen und der Wagen raste davon. Wenn Sie sagen Ihr Alter, meinen Sie dann Mark Gray? Ja. Guten Tag, Mrs. Besner. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ihr Freund hat in der Gegend um den Biscayne Drogen verkauft? Ja, er verkaufte Heroin. Und er war Ihr Zuhälter? Stimmt. Den Mann und die Frau, die in diesen Zwischenfall verwickelt waren, hatten Sie früher schon einmal gesehen, korrekt? Das stimmt. Und die haben mit Ihrem Freund über einen Heroin-Deal gesprochen? Nein, nur die Frau, die ist aus dem Wagen ausgestiegen und hat mit Mark geredet. Über einen Heroin-Deal? Genau. Und nach dieser Unterhaltung hat Mark Gray Ihnen gesagt, dass er später am Abend Geld erwarten würde? Er sagte mir, ich bräuchte danach nie mehr zu arbeiten. Wenn sie die Wahrheit sagt und Dieter war in einen Drogendeal verwickelt, als Ausländer in Amerika, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er Angst davor hatte, die Wahrheit zu sagen. Es ist doch verständlich, dass er den Ermittlern gegenüber ausweichend reagierte. Er hatte ja was zu verbergen. Aber es ist nicht, was die Polizei vermutet und nicht, was die Staatsanwälte vermuten oder der Richter und die Geschworenen. Es war kein Mord, vielleicht ein Drogendeal. Unter diesen Umständen, in einem fremden Land, wusste er nicht, was er tun sollte. Klar, dass das so ablief, wie es lief. Richter Bagley hat die Zeugenaussage von Doreen Besner als nicht glaubwürdig bewertet, weil sie im Widerspruch zu Dieter Richmanns Aussage von 1988 steht. Am 28. Februar 2003 verkündet er sein Urteil. Der zweite Antrag des Angeklagten zur Aufhebung des Urteils wird hiermit abgelehnt.
Hatte Dieter Riechmann vielleicht doch gelogen, als er seine Version des Tathergangs erzählte? Was ist dran an der Drogengeschichte? Staatsanwalt Rubin hat sein Versprechen gehalten. Pookie Williams ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich treffe ihn in Tallahassee. Die Offenheit, mit der er über die damaligen Ereignisse redet, ist frappierend. Vor einigen Jahren hast du mir einen Mann namens Mark Dugan als angeblichen Mörder präsentiert. Du wusstest, dass das nicht stimmte. Warum hast du mir das trotzdem so verkauft? Am Anfang waren wir auf die Belohnung scharf. Gleichzeitig wollten wir natürlich die beschützen, die beteiligt waren. Im Grunde wollte ich die nur irgendjemand präsentieren, damit wir das Ganze endlich abschließen konnten. Geld einkassieren und Schluss. Die Belohnung war schließlich eine Menge Geld. Wen wolltest du schützen? Mich selbst. Weil du in die Sache verwickelt warst? Ja, und zwar ziemlich heftig. Von dem, was du mir über den Mord erzählt hast, was ist wahr und was ist unwahr? Wahr ist, dass er da hingekommen ist. Aber er hatte sich nicht verfahren. Es ging um einen großen Drogendeal. Daraus wurde ein Raubüberfall und dann ein Mord. Nach Aussage von Doreen hatten sich Dieter Riechmann und Kerstin Kischnick am Tag vor dem Mord mit einem Mann namens Mark Gray vor einem Hotel an der 79. Straße in Miami getroffen. Wer führte das Gespräch? Die Frau. Die Frau hat verhandelt? Ja, nur die Frau. Was für Geschäfte hat Mark gemacht? Mark hat Heroin verkauft, im großen Stil. Unter 30 Gramm hat er gar nicht erst angefangen. Was für ein Geschäft war denn geplant? 10.000 für ein Kilo. Ein Kilo von diesem Heroin, sogenannter schwarzer Teer, kostet 10.000. Je nachdem, wie du das verschneidest und mischst, machst du da 3 bis 5 Kilo draus. Sie sollten sich am nächsten Tag wieder treffen. Und wo? Mark hat sie herumgefahren. Es hat 1 bis 2 Stunden gedauert, um von hier zur 62. Straße zu kommen. Er wollte sie verwirren. Als sie aber einmal an dem Treffpunkt waren, hat er ihnen den einfachen Weg erklärt. Konnten sie das Heroin vorher testen? Yes. Ja. Was dann? Wie viel wollten sie haben? Es war genau das, wonach sie suchten. Sie hatten $280.000, also hatten wir 28 Kilo Heroin für sie. Der Verdacht, dass Dieter Riechmann etwas verschweigt, verdichtet sich weiter, als ich in Deutschland eine überraschende Entdeckung mache. Schon 1988 hatte die deutsche Polizei im Beisein der Staatsanwältin Bess Srinen Dina Mohler vernommen. Die Prostituierte und Freundin von Kerstin Kischnick, die später im Prozess auch als Zeugin gegen Riechmann auftrat, hatte schon damals eine Geschichte zu Protokoll gegeben, die exakt zu der Aussage von Doreen Besner passt. Kurz vor ihrer Abreise in die USA hatte sich Kerstin ihrer Freundin anvertraut. Nicht Urlaub war der Hauptgrund für die Reise nach Florida, sondern Dieter Riechmann hatte ein großes Geschäft geplant. Kerstin Kischnick hatte große Angst, bewaffnete Leute aus Hamburg seien involviert, aber es ginge um so viel Geld, dass sie danach ausgesorgt hätten. Diese Aussagen finden sich bis heute nicht in den amerikanischen Akten. If Dieter Riechmann would have told us the truth, wenn Dieter Riechmann uns gleich die Wahrheit erzählt hätte über das, was an dem Abend passiert ist, wäre das viel plausibler gewesen als das, was er uns auftischte. Was wussten die Mordermittler der Polizei von Miami Beach um Joe Matthews und Robert Henlon wirklich? Aufschluss gibt ein 16-seitiger Polizeibericht aus dem Januar 1988. Dieter Riechmann wird als Mittelsmann eines großen Deals benannt. Dubiose Leute aus Hamburg seien in Miami mit von der Partie. Auch dieser Bericht ist der Verteidigung nicht zugänglich gemacht worden. Weder die amerikanischen noch die deutschen Mordermittler sind diesen Hinweisen jemals nachgegangen. Sind sie bewusst zurückgehalten worden, weil sie nicht in das Konzept der Staatsanwälte passten? Noch einmal am Tatort. Wenn die Aussagen Dina Mohlers stimmen, dann waren Dieter Riechmann und Kerstin Kischnick am Mordabend nicht allein unterwegs. Sean Johnson arbeitete damals für den Drogenhändler Mark Gray. Noch heute hat er Angst.
Er weiß, dass auch Pookie Williams damals dabei war. Erkennst du einen von denen? Beide waren da. Er war eine der Hauptfiguren. Er war immer da. Die Schüsse schreckten mich auf. Es waren zwei oder drei. Im gleichen Moment rannten zwei Typen rüber zu dem Auto, rissen die Türen auf und es sah so aus, als ob sie irgendwas aus dem Wagen zogen. Ich weiß nicht, einer hat sich jedenfalls in den Wagen gebeugt und was gegriffen. Ich bin dann rübergegangen, ich wollte doch wissen, was da los war. Vielleicht hatte ja auch jemand was verloren. Da erst sah ich, was da passiert war und kriegte Panik. Die Typen waren abgehauen. Ich wollte gerade über die Straße gehen, da kam ein zweiter Wagen angeschossen, jagte dem ersten hinterher und überfuhr mich fast. Another car flying behind almost hit me, chasing that car. Was soll ich sagen? Es waren zwei weiße Typen, Pferdeschwanz, dunkle Brillen, schwarze Klamotten, die da hinterherfuhren. Mir reichte das. Da waren noch zwei andere Männer im Hintergrund beteiligt, die habe ich aber nie gesehen. Meiner Meinung nach waren das die Geldgeber. Sie haben Dieter und die Frau nur als Mittelsleute benutzt, um nicht selber in Erscheinung zu treten. Trotz des ganzen Schmucks, den sie umhatte, nach so viel Geld sahen die einfach nicht aus. Das mussten sie von jemand anderem haben. Bei der Durchsicht der unzähligen Akten war ich auf ein Papier gestoßen, das auf den ersten Blick nicht viel Sinn machte. Erst jetzt, zusammen mit all den neuen Informationen, passte es plötzlich ins Bild. Schon drei Tage nach dem Mord hatte sich ein Polizeispitzel bei den Ermittlern gemeldet. Er berichtete über ein mitgehörtes Gespräch zweier Drogendealer, die aus einem braunen Chevy Impala Drogen verkauften und sich detailliert über den Mord unterhielten. Das war mein brauner Impala. Ich habe da Drogen verkauft. Und wer hat es der Polizei erzählt? Ein Spitzel namens Cool, ein blöder Idiot. Eine Zeit lang gehörte er zu uns, bis sie ihn geschnappt haben. Um aus dem Knast rauszukommen, hat er sich als Spitzel verdient. Hat der Polizei dann über alles und jeden Informationen gegeben. Leider habe ich das erst später herausgefunden, dass er ein Spitzel ist. Wussten die Mordermittler also über den Tathergang Bescheid und haben trotzdem nichts unternommen? Jedenfalls wussten sie, dass Cool ein Informant der Polizei von Miami war. Das ergibt sich aus ihren eigenen Unterlagen. Mit Mike Gonzalez den Informanten Cool überprüfen, heißt es da wörtlich. Mike Gonzalez war der damalige Leiter der Mordkommission in Miami. Ein Ergebnis dieser Überprüfung ist bis heute unauffindbar. Hat er für Bevonese gearbeitet? Ja, that was his main man. Klar, das war sein wichtigster Mann. Bevonese sagte ihm, er sollte sich mal für eine Zeit von Biscayne verdrücken. Da würde es nämlich richtig brenzlig und alle, die etwas mit ihm zu tun hätten, sollten verschwinden. Everybody. Officer Gregory Bevonese. Seit Anfang der 80er Jahre ist er Polizist im Gebiet rund um den Biscayne Boulevard. Sein Name ist bei dieser Geschichte schon öfter gefallen, und zwar immer dann, wenn es um schmutzige Polizeiarbeit in Miami geht. Cool ist einer seiner Informanten, der Drogendealer Mark Gray, angeblich sein Geschäftspartner. Wurde Mark von der Polizei geschützt? Ja. Weißt du von wem? Bevonese, der hatte hier alles unter Kontrolle, die ganze Stadt. Der hatte so viel Dreck am Stecken und ist trotzdem damit durchgekommen. Hat Mark ihn geschmiert? Es muss ein Deal gewesen sein. Sie haben zusammengearbeitet. Drogengeschichten. Er könnte Bevonese bestellt und dann mit ihm die Kohle geteilt haben. Oder so. Wussten die, dass du und Mark dabei waren? Sie wussten alles, nichts blieb ihnen verborgen. Er hat mir sogar geraten, für eine Weile aus der Gegend zu verschwinden, weil sie nach mir suchen würden. Dafür wollte er dann nochmal Geld haben und ich habe ihm weitere 30 gegeben. Ich habe ihm aber auch gesagt, das war's, mehr gibt's nicht. Insgesamt hast du ihm 50.000 gegeben. Am Ende hat er 50 gekriegt, erst 20 und dann nochmal 30. Ich musste ihn bezahlen, damit er die Schnauze hält. Wusste die Polizei damals tatsächlich, was genau passiert war?
Hat sich Officer Bavonese gar für sein Schweigen schmieren lassen? Schwere Vorwürfe. Die Polizei von Miami will sich dazu nicht äußern. Das Fenster war offen. Gut, das Fenster war also offen. Das Fenster war offen. Damit die gleich kapierten, dass das kein Spiel ist, habe ich geschossen. Wie bist du an das Geld gekommen? Die Tasche lag auf ihrem Schoß. Sie hielt die Tasche fest. Ich habe direkt geschossen. Bam! Und die Tasche genommen. Dem war wohl klar, dass ich ihn auch erschießen würde. Ich habe die alle zu Tode erschreckt, damit hatte keiner gerechnet. Weißt du, der Schlüssel zu einem erfolgreichen Raub ist Angst. Die musst du verbreiten. Pookie, du erzählst mir hier gerade, dass du Kirsten Kischnick erschossen hast. You're telling me that you shot Kirsten Kischnick. Yeah. Ja. Warum erzählst du mir das? Als ich noch im Knast saß, wollte ich es nicht erzählen. Ich hatte Angst, dass ich niemals aus dem Gefängnis kommen würde, wenn das Band in falsche Hände gerät. Aber jetzt, wo ich draußen bin, habe ich eine Chance abzuhauen. Da müssen sie mich erst mal kriegen. Halt mal, du gestehst hier einen Mord. Und so wie du es sagst, passt alles zusammen. Hast du keine Angst, dass sie dich drankriegen? Wer? Die Polizei? Du bist doch weit weg, in Deutschland. Und wenn sie kämen, würde ich mich ganz einfach doof stellen. Mir hat Reed Rubin gesagt, wie ich aussagen sollte. Weil ich damals unter psychologischer Aufsicht stand, wollte er es so hinstellen, als ob alles ein Hirngespinst von mir sei. Wenn ich es so machen würde, könnten sie mir niemals etwas anhängen. Da ich das Spiel jetzt kenne, kann ich ruhig die Wahrheit sagen. Mir kann nichts passieren, denn er hat mich zu der Aussage im Gericht genötigt. Sollte er das jetzt hier jemals mitbekommen, kann er es nicht mal benutzen. Mein Anwalt sagt das auch. Es geht doch vor allem darum herauszufinden, ob Mr. Riechmann den Mord begangen hat. Und da stimmen nun alle überein, dass er es nicht war. Es ist unwichtig, wie und warum er in diese Gegend gekommen ist. Tatsache ist, dass er Miss Kischnick nicht erschossen hat. Während des Prozesses, da hätte er die Wahrheit sagen müssen. In der Revisionsphase interessiert das keinen mehr. Es spielt wirklich keine Rolle, was er heute sagt. Seine Geschichte wurde im Prozess verworfen und jede neue Geschichte von ihm ist deshalb sowieso unglaubwürdig. Auch wenn es die Wahrheit ist? Auch wenn es sich um die Wahrheit handelt. Damit ein Gericht jetzt diese Wahrheit akzeptiert, müsste jemand anderes sie erzählen. Nicht Dieter Riechmann. Dieter Riechmann wartet weiter in der Todeszelle. Nicht, weil er ein Mörder ist, sondern weil er gelogen hat. Weil alle Beteiligten gelogen haben. Immer wieder. Um die Wahrheit geht es schon lange nicht mehr, sondern nur darum, ein Verbrechen zu sühnen. Selbst wäre das, würde das stimmen, wenn das zutreffen wäre. Ich sage nicht one way or the other, würde ich nicht sagen. Schon aus dem Grunde nicht, weil das hängt mit meiner Glaubwürdigkeit zusammen. Die einmal gemachte Aussage, die ich gemacht habe, die steht. Und die lasse ich stehen in den Akten, so wie sie ist. Da, wenn ich im Nachhinein versuchen würde, die Ausbesserung vorzunehmen, das würde meine gesamte Glaubwürdigkeit erschüttern. Denn wir sagen, aha, da hat er, das stimmt nicht alles, wer weiß, was sonst nicht stimmt. Nicht? So, und für die Zeit jetzt hier müssen wir damit leben, dass das alles so ist, wie ich es damals gesagt habe. Nicht? Oder sterben.